Ja, also ich kann kurz zu der Abbildung was sagen. Das ist aus einem Buch von 1942. Der Autor ist Alfred Dubitscher. Das war ein Nervenarzt hier in Berlin, der sich also auf verschiedenen Ebenen engagiert hat, was Zwangssterilisation angeht. Also er hat unter anderem ein Gutachten für das sogenannte Erstgesundheitsgericht geschrieben, war dort selber auch tätig und hat auch Menschen wiederum angezeigt, dass sie zwangssterilisiert werden sollen. Und er hat sich eben auch sehr viel mit diesem Begriff der sogenannten Asozialität beschäftigt und hat praktisch Berliner Familien untersucht und hat dann eben solche Stammbäume entwickelt. Die Familien haben dann alle solche einfallsreichen Namen bekommen, alphabetisch sortiert, wie hier jetzt Dill. Ja, und man kann halt einfach hier nochmal sehr gut sehen, also wie hier akribisch versucht wurde und eben auch dann darüber, dass sich eben solcher als ja, anerkannten Mittel wie eben Stammbäume bedient wurde, also eben das Ganze eben auch wissenschaftlich zu fundieren und man hier eben also auch wirklich die enge Zusammenarbeit sehen kann. Was die sogenannten Asozialen angeht, war es ja so, dass nach dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, nachdem ja die meisten Menschen zwangssterilisiert wurden, also man geht von schätzungsweise 400.000 aus, die Diagnose asozial eigentlich nicht kannten und deswegen sogenannte Asoziale dann häufig unter der Diagnose angeborener Schwachsinn sterilisiert wurden. Auch das war ähnlich wie die Asozialität eine Diagnose, die wahnsinnig interpretierbar war. Also wo eben auch genau solche Faktoren reinspielten, wie eben Frauen, die uneheliche Kinder hatten, Männern, denen nachgesagt wurde, dass sie sich nicht genug um ihre Familie sorgen. Also hier haben eben soziale und auch massiv moralische Faktoren sind hier also mit eingeflossen und dadurch gab es hier also praktisch eine sehr starke Verbindung. Gleichwohl ist es so, dass aber auch immer wieder versucht wurde, diese Diagnose asozial mit aufzunehmen. Also hat sich zum Beispiel Alfred Dubitscher eben auch so ein Exemplar, der also eben nochmal über die nationalsozialistische Gesetzgebung hinaus versucht hat, eben auch dafür zu kämpfen, dass dieser Begriff mit aufgenommen wird. Es ist letztendlich nicht ins Gesetz mit aufgenommen worden, aber trotzdem sind eben Menschen nach dieser, also nach dieser Diagnose, und das betrifft auch Sinti und Roma, die aber zum Teil ja auch außerhalb dieses Gesetzes zwangssterilisiert wurden, aber halt eben auch unter dieser Diagnose dann zwangssterilisiert wurden. Also wir haben es ja schon gehört, und ich denke auch, dass sowohl Opfer der Zwangssterilisation geworden sind, der nationalsozialistischen, als auch im Sinne auch gibt noch bis heute Bezug sozusagen in der Kriminalität. Und sie sind aber auch Opfer der Euthanasie geworden. Martin, kannst du ganz kurz vielleicht etwas dazu sagen und dann vielleicht uns auch nochmal ein bisschen was zur Entschädigungsgeschichte nach 45 zu tun, weil wir uns die zwangssterilisierten Menschen, die waren ja entweder, dass sie anschließend in ihre Familie zurück durften, also das ist auch alles ganz verkürzt, oder aber viele von ihnen waren in Heimen und sie wurden in die sogenannten Pflegeanstalten verbracht. Und dort war ein ganz wichtiges Kriterium die Arbeitsfähigkeit. Und wenn sie nicht mehr arbeitsfähig waren, wurden sie dann später in dieser 1939 eben in die Euthanasie verlegt bzw. ermordet. Und dieser Übergang im Grunde genommen von der Zwangssterilisation, diesem Gesetz von 1933, sprich Anfang 1934, bis hin zu den beginnenden Morden, das war ja 1939, das ist so ein kurzer Zeitraum und die Übergänge sind eigentlich fast fließend. Ja, denn die Menschen, die dann nicht mehr, wie gesagt, arbeiten konnten, wurden dort als erstes ermordet. Und dann darf man, oder sollte man immer vielleicht auch mit einbeziehen, dass nun die Maßnahmen Menschen mit diesem Stigma, ihr seid
Lebensunwert oder ihr Missbesorgten sterilisiert werden, immer enger wurde. So, dass man eben andere Gruppen auch darunter fasst, wie Sie es gesagt haben vorhin, auch zum Beispiel zwangssterilisierte Prostituierte oder im Krieg kam dann nachher Bombenopfer dazu oder Menschen, die Soldaten, die diese Kriegssituation nicht mehr aushalten wollten, die kamen dann in die Anstalt und wurden dann auch relativ schnell ermordet. Das ist jetzt wirklich ganz, ganz kurz nur zusammengefasst. Wenn man die Situation der Menschen, die das überlebt haben, betrachtet nach 45, dann muss man sagen, dass das, was sie erlitten haben in diesen Heil- und Pflegeanstalten und diese Ausgrenzung, die sie gehabt haben, dass sie sich das nicht verändert hat nach 45. Also viele von ihnen, die damals zum Ende des Krieges noch in den Anstalten waren, waren noch bis 1947, 50. Wir haben in unserem Hund einen alten Herrn gehabt, der war bis in die 70er Jahre dort, zwangsweise. Ja. Und dann hat dann der damalige Betreuer gesagt, warum bist du eigentlich noch hier? Und das ist dafür ein Rauskommen. Ich will nur sagen, diese Zeiten, die haben dort nicht aufgehört. Und die Menschen, die um ihre Rehabilitation gekämpft haben, egal aus welcher Gruppe sie jetzt gekommen sind, sei es die Sinti und Roma oder die jüdischen Menschen oder politisch Verfolgte, es gab alles. Wenn man das in den Akten nachliest, was die Menschen erlebt haben, kann man das nicht darauf begrenzen oder einschränken auf diese formalen Diagnosen, die in diesem Gesetz zur Verfügung kamen, nach dem Zustand. Die Menschen haben eben versucht, gleich Anfang der 50er Jahre, 1949, also in die Entstehung der Bundesrepublik, versucht, Entschädigungen zu bekommen. Und sie haben sich versucht, zusammenzuschließen, wer sich kannte. Es gab eine Bewegung, die ist aber gescheitert, weil die Bedingungen in der Bundesrepublik zu der Zeit so waren, dass man das definitiv für nicht angemessen befand. Dazu sollte man wissen, dass dieses Gesetz zur Verhütung erkrankten Nachwuchses, was ja auch Erbgesundheitsgesetz genannt wird, dass das 1945 lediglich von zwei Ländern bzw. Besatzungszonen außer Kraft gesetzt worden ist, beziehungsweise dass es abgeschafft worden ist. Und die anderen Länder bzw. Zonen haben das weiterbehalten und haben zum Beispiel in der englischen Zone hat es weitergegolten, vor dem Hintergrund, dass man es vielleicht nochmal gebrauchen könnte. Ja? Und dann muss man auch wissen, dass in den 1961er Jahren das erste Mal ein sogenannter Wiedergutmachungsausschuss getagt hat, der darüber finden sollte, dass diese Menschen entschädigt werden. Und dieser Ausschuss 1961 tagte, der geheime Ausschuss, da waren Sachverständige geladen. Von den 7 geladenen Sachverständigen waren 3 alte Nazis, Rassenhygieniker, der unter anderem der Fielinger, der als T4-Gutachter die Menschen in den Tod geschickt hat. Das war dann von der Bundesregierung als Sachverständiger, einer der Sachverständigen, die geladen worden sind. In den 60er Jahren gab es auch einen dieser 3 geladenen, der hieß Nachtsheim, und der sprach sich in den 60er Jahren für ein neues Sterilisationsgesetz aus. So viel zu dieser Kontinuität. Gott sei Dank dann in der Form gescheitert. Dann gab es später dieses neue Betreuungsrecht in der 80er, 90er Jahre. Und die Menschen selbst, die haben das nicht erreichen können. Und diese Organisationen, wo ich gearbeitet habe, oder die Menschen, für die ich arbeite, die haben sich erst 1987 zusammengeschlossen. Also aus all diesen verschiedenen Opfergruppen. Und dann brachten sich normalerweise rund 1987, ja, das ist ja ewig lange her, weil es gar nicht anders möglich war. Sie waren so vereinzelt, dadurch, dass man ihnen ja schon in der Nazi-Zeit, durften sie nicht über das sprechen, was ihnen passiert ist nach der Zeit. Nazi-Zeit waren sie ausgegrenzt, wenn sie persönlich versucht haben, etwas zu erreichen, ist das immer abgeschmettert worden mit dem Bundesentschädigungsgesetz, Paragraphen 1. Und der besagt, dass also diese Eingrenzung ganz konkret vornehmen, dass man hier und hier
Dienstag damals wurde außer Kraft gesetzt. Das war 1974, so lange hat das fortbestanden, in verschiedenen Varianten. Ja? Und die im einen Bundesland so, in dem anderen Bundesland anders, aber 1974 wurde es außer Kraft gesetzt. Und dann haben wir versucht, dieses Gesetz aufzuheben oder aufheben zu lassen, dass es aufgehoben werden sollte. Und haben Anträge gestellt, schon mal in den 90er Jahren, in Form einer Petition, die in den Deutschen Bundestag, die hat 8 Jahre gedauert, um sie negativ zu bescheiden. Ja, muss man sich vorstellen. Und dann haben wir 2004 nochmal angefangen und haben gesagt, das Gesetz muss aufgehoben werden und wir wollen den verfolgten Status. So, und dann sind wir 2007, gab es dann nochmal eine Entscheidung und die war aber ein juristisches Konstrukt, weil der Deutsche Bundestag nicht bereit war, parteienübergreifend so eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, es brauchte nur formal, das haben wir juristisch prüfen lassen, vom Bundestag beschlossen werden, dass dieses Gesetz aufgehoben werden soll. Dann wäre das vom Tisch gewesen. Dazu haben die Parteien sich nicht durchringen können. Und das damals unter der Koalition von CDU, CSU und von der SPD ist eben dieses Konstrukt sich erdacht worden. Und zwar sagt man, seit 2007 ist die Rechtslage jetzt so, dass man davon ausgeht, dass dieses Gesetz nie in der Bundesrepublik Deutschland gegolten habe. Und das ist der Blick von 2007 auf die Vergangenheit und auf die Zukunft. Aber die Praxis hat so ausgesehen, dass die Menschen in den ganzen Jahrzehnten davor, vor 2004, in ihren Bestrebungen, eine Entschädigung zu erreichen, einen Arztverfolgter anerkannt zu werden, immer in Prozessen gescheitert sind. Ja? Und dann wurde das mit so einem kleinen Anstrich, wurde das dann eben, wir sehen das heute juristisch so, und jetzt ist die Entschädigungssituation so. Und wir sind nach wie vor dabei und versuchen für diese Opfer, da fallen ja wie gesagt alle Opfergruppen, die sogenannten Ausgrenzten oder vergessenen Opfer drunter, dass einfach das Wichtigste ist, die Erreichung dieses Verfolgungsstatus, weil diese Menschen sind rassistisch verfolgt worden aufgrund der Ideologie und der Politik, insbesondere der Politik der Nazis. Ja, und die Bundesrepublik Deutschland, wenn sie versteht sich als Staat, der diesem NS-Staat nachgefolgt ist, wenn ich das richtig weiß, ist ja keine neue Kreation, sondern betrachten sich als Nachfolgerstaat, dann sind sie auch dafür verantwortlich. Ich wollte gar nicht so viel davon erzählen, es geht mir gleich das Herz über. Danke, Herr Bunde, erstmal. Ich würde ganz gerne die Gelegenheit nochmal wissen wollen, von Herrn Sie nochmal zu fragen, Ihre Entschädigungsgeschichte. Sie haben ja auch einen Antrag auf Entschädigung gestellt. Können Sie uns nochmal ganz kurz sagen, wie das bei Ihnen tatsächlich sich vollzogen hat? Also, wie haben Sie das gemacht? Wann haben Sie überhaupt irgendetwas bekommen? Ja. Und zwar folgendes, es war jemand, die meine ganze Geschichte im Doktortitel gemacht hat. Und die hat natürlich meine ganzen Sachen dann aus Berlin, aus dem Landesarchiv besorgt. Und da gab es dann, 95 fing das schon an, da gab es schon, und zwar war damals noch Potsdamer Platz. Wogegen das jetzt Berliner Platz ist. Da war es noch Potsdamer Platz, die Straße war das Archiv. Und die hat ja überhaupt die ganze Sache ins 95 erst ins Rollen gebracht. Ne? An den 95? Ja, seit 95. Und vor dem habe ich das auch alles ruhen lassen, habe nicht mehr dran gedacht, auch vom Video und alles nicht. Aber jedenfalls. Und vorher war ja sowieso nichts von das Arrivierte, da drin war der Russen, ne? War ja sowieso nichts. Ne? Naja, jedenfalls, die wollte einen Doktortitel machen und hat in Ravensbrück meine Adresse gekriegt. Und die haben dann auch mit Schwerin das alles im Landesarchiv, also in der Landesregierung und wie das hieß, da jedenfalls wurden die ganzen Akten da so. Ne? Naja, und dann wurde gesucht, der Einbruch war nichts drin und dann kam so ein dickes und da stand genau drin, wann ich nach Ravensbrück gekommen bin.
Ich habe immer gesagt, am 3. August wieder Prinz. Ich war die letzten Monate drin. Und das stimmt ja nicht immer. Kann man nur werden, auf Wahl beruhen. Ne? Naja, jedenfalls. Es kam dann nachher schon, es wurde dann nachher schon, also man musste ja erstmal, musste man ja Beweise bringen. Und dann ist es ein Jahr gelaufen. Und wir haben dann eine, ich bekomme heute eine Rente, das stimmt schon. Ich bekomme eine Rente, wir haben auch eine einmalige Zahlung damals bekommen. Und vor allem muss ich sagen, die haben die Pharmaindustrie, die Siemens, also AEG oder was das hat, die ganzen Fabriken, die gefangene Ausbildung haben, ja. Zwangsarbeit. Ja. Da hat der Graf Lambsdorff noch, der lebt ja heute nicht mehr, der hat damals alle rangekriegt. Und da kriegten wir auch einen ganz schönen einmalige Abfindung bekamen wir da. Aber mit der Rente, da muss, das ist ein Jahr gelaufen. Und wir kommen rein, ganz stimmt. Aber sehr spät hat das bei dir. Ja, ich habe spät angefangen, nur von dem Moment an, wo man das beweisen konnte. Ja, muss man denken. Ja. Ne? Und ich hätte vielleicht gar nicht drauf gekommen, überhaupt nochmal mit Ramsbrück anzufangen. Und durch diese Christa Schikora, die den Doktortitel gemacht hat, über Asoziale, da fing das an. Da nicht, da haben sie meine Adresse gegeben und die hat das auch alles in der Hand genommen. Frau Schikora, lässt uns recht herzlich grüßen, die ist pädagogische Leiterin im Klosterbürg jetzt und ja, hat auch ein bisschen Abokunden. Ja. Nee, das ist nicht, wo man so sagen, Entschuldigung, das ist nicht so, sondern von wegen Kantone bei der Lara. Man musste weltweit, aber ganz schön drüber, ne? Ich habe eben was vergessen zu sagen, ganz formal. Ja. Die erste mögliche Entschädigung überhaupt für Zwangssterilisierte, die gibt es ab 1980. Und dann, da musste man aber unter ganz, ganz extremen Bedingungen Nachweise erbringen, dass man Zwangssterilisiertin war. Unter anderem ist es denn auch von passiert, dass sie auch den Ärzten wieder gegenüberstanden, die sie damals zur Zwangssterilisation verurteilt haben. Und dann ab 1988. Sogenannten allgemeinen Kriegsfolgengesetz Härterichtlinien. Und seitdem hat dieser Prozess der Entschädigungsleistungen begonnen. Ich will nur nicht viele Summen jetzt lang sagen, sondern nur sagen, dass für die Opfer der Euthanasie, Ermordeten, die in der Euthanasie ermordeten, es erst seit 2002 möglich ist, eine sogenannte Einmalleistung zu erhalten. So, und vorher gab es absolut überhaupt nichts. Und die Situation in Berlin ist noch eine andere, insofern ist positiv im Verhältnis zu dem restlichen Bundesgebiet, weil es hier eine andere Regelung gibt und die jetzt hier, wenn man bestimmte Kriterien erfüllt, leichter, in Anführungsstrichen, eine Rente zum Beispiel bekommt. Das ist zum Beispiel für Opfer der also die Angehörigen der Euthanasie im Bundesgebiet gar nicht. Ja, die werden ausgeschlossen, da gab es eine Veränderung 2011 und das würde jetzt zu weit führen, wenn ich das erkläre. Ja, vielleicht nochmal kurz nur als Anmerkung. Die Entschädigung gab es dann, wie gesagt, nicht als sogenannte Asoziale, sondern gab es dann über diese Härtefallregelung, weil nach wie vor ja sogenannte Asoziale, weil Asoziale verfolgte, nicht als länderspezifisch Unrecht angesehen wurde. Das muss man noch dazu sagen, du hast ja deine Rente so als diese Härtefallregelung und wie man sagen kann. Rezug politisch-rassistisch befolgt des Landes Berlin. Genau, nach weiteren Regelungen bekommen, also anerkannt als